Willkommen zurück, Super Mario Freunde, zu Super Mario Brothers 2. Wir sind in Welt 7 angelangt, mit einem Leben mal wieder. Das heißt, wir werden gleich Game Over gehen und haben wieder 5 Leben, so wird's laufen. Den Mario, den hatte ich jetzt länger nicht. Ich bin gespannt auf Welt 7. Die wahrscheinlich die letzte Welt ist. Oh ja, das ist die letzte Welt, ich erinnere mich. Die Himmelswelt, Welt 7.1. Und ich meine, die sogar nur 2 Level, kann das sein? Mal gucken. Bomben. Und schon wieder die Vögel. Mit denen hatten wir im letzten Part schon einige Einige Probleme, weil sie einfach, ja. Ups. Weil wir einfach so ein Fluglevel hatten, nachdem wir die ganze Zeit, bei dem wir auf die ganze Zeit auf einem Vogel reiten mussten. Nur war der eben nicht besonders daran interessiert, auf uns zu warten, als wir einen Zaubertrank benutzt haben. Ja, und hier kriege ich natürlich jetzt gar nichts. Ah, noch nicht mal hier die Münze, oder? Ne, komme ich sowieso nicht dran. Aber seht ihr, die Pilze hier sehen anders aus. Das finde ich interessant. Was ist hier? Das letzte, was ich aufmache, ist der Zaubertrank. Alles klar. Das heißt, ich kriege hier gar nichts. Respawnt das? Vielleicht. Okay, ich will nämlich schon die Münzen haben, wenn ich das Level schaffe. Dann habe ich ja vielleicht Chancen auf ein paar Leben. Das finde ich schon ganz nett. Naja, mal gucken. So, wie geht's denn jetzt? Ach so. Ich sehe schon. Wir werden wieder auf einem Vogel reiten müssen. Deswegen kann man sich auch hier resetten. Das sind zwei Vögel, alles klar. Naja, dann fliegen wir mal in den Westen. Und mich erinnert diese Welt so ein bisschen an Dragon Ball. Mit, ja, dem Palast von Gott. Auf diesem, ja, Plateau im Himmel. Oh, muss ich springen? Das sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Alles klar. Natürlich habe ich Tod in so einem Level, wo ich so viel springen muss, aber na gut. Im letzten Fluglevel hatten wir zufälligerweise Prinzessin Peach. Da muss ich jetzt mich nicht beschweren, glaube ich. Oh, und hier ist eine Rakete. Jetzt geht's weiter nach oben. Das Geräusch ist mal ein bisschen ekelhaft. Kirschen! Die kommen gar nicht mehr so oft vor, die Kirschen. Ah, der bleibt da liegen. Ich dachte, der fällt vielleicht runter und tötet den anderen Sniffet. Oh ne, an die Kirsche will ich jetzt. Ich muss da durch. Oh mein. Krieg keinen Stern? Okay. Schade. Hab mich schon gefreut. Ja, klauen jetzt. Ah, alles klar. Dann komm du mal her. Das ist doch unglaublich. Ja, diese dummen Viecher. Oh mein Gott, ich bin aber auch unfähig. Ja, ich werde hier sterben, ist klar. Warum steht der eine immer noch da? Der ist jetzt despawned. Ja. Das ist trotzdem jetzt doof. Und der schießt einfach gar nicht und dann irgendwann doch. Ich frage am besten schon gar nicht mehr, was das alles hier soll. Da ist ein Ninji. Oh Mann, ey. Ja klar, jetzt ist der wieder da. Ja, es war klar, dass ich hier Game Over gehe. Dann nehmen wir jetzt Prinzessin Peach. Einfach nur, weil wir das jetzt alles schon gesehen haben, diese Flugpassage hier. War ganz nett, ja. Aber kann ich einfach von hier schon fliegen? Auch wenn ich dann nur
Habe ich jetzt zwar nur zwei Herzen, beziehungsweise nur eins, weil ich ja, ja nur eins habe. Aber wenn ich dann oben bin, naja, bin ich halt oben. Jetzt komme ich hier ja wieder nicht vorbei. Der wird ja gleich einfach wieder umkehren. Oh Gott. Und hier darf ich nicht springen. Hier muss ich mich einfach fallen lassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses Wolkenlabyrinth. Oh mein Gott. Das regt mich ja schon so ein bisschen auf. Oh ja, bitte. Gib mir diesen Stern. Und alles war auf einmal einfach. Okay, aber auch nur so gerade. Eigentlich stehst du da... Boah, hätte er mich fast noch getroffen. So, ab in den nächsten Screen. Und wir sind noch nicht beim Boss. Jetzt bereue ich es ja doch ein bisschen. Okay, ich kann aber auf jeden Fall vor den Sparkies fliehen. Wenn es sein muss. Wieso können die hier drauf klettern? Und wieso lebe ich überhaupt noch? Und so viel Glück habe ich jetzt auch nicht verdient. Oh. Ey, was wird das denn jetzt hier? Hey, ich bin echt schon an meinem Limit. Ich kann nicht mehr. Ja klar, bewegt er sich jetzt auch noch so dreckig hier hin. Und schon wieder ein Sniffit. Das sieht doch aus wie das Ende. Gegen grüne Börde wahrscheinlich. Ja. Ich hab einen einzigen Pilz zur Verfügung. Das Problem ist, den muss ich jetzt halt wieder irgendwie mitnehmen. Da komme ich nie wieder dran. Wahrscheinlich despawnt er gleich sogar noch irgendwie. Wenn ich sehr viel Glück habe. Boah, ich habe aber wirklich sehr viel Glück. Okay, 7-1 haben wir geschafft. Ja, da habe ich nichts. Dann, Mario. Hier ist nichts, okay. Also verdächtig aus, aber wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Okay, Castle. Mit einem Fließband. Also, neues Element hier im... Ich denke, es ist das letzte Level. Huch. Die Schallgeist bewegen sich anscheinend gar nicht mehr. Naja. Ich habe da unnötig durchgemusst. Vielleicht auch nicht.
und dann halt hier oben her. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Oh, verdammt, jetzt habe ich gleich wieder nur ein Leben. Na, jetzt kommt ein Herz. Super, das brauche ich nämlich genau gar nicht. Verdammt. Nein, ich will es schon da unten her. Ich glaube, da kriege ich nämlich einen Pilz. Aber ich werde es nicht herausfinden. Ich werde es echt nicht herausfinden. Ich bin selber schuld. Jetzt gehe ich hier drauf. Geil. Na, immerhin sind wir jetzt hier angekommen. Aber wie gesagt, das ist mein letztes Leben. Mit einem Herz auch noch. Naja, mal gucken, was hier oben ist. Ich vermute schon, dass dasselbe jetzt noch ein bisschen länger geht. Das wird jetzt nicht sofort zum Boss gehen. Okay. Barkeeper-Barrieren. Die gar nicht so schlimm sind. Das Schlimme ist halt, hier wieder abzubremsen. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Kommt sowas nochmal oder bin ich fertig? Das wird sogar noch schlimmer. Ich hab mich gebückt, ich hab mich gebückt. Okay, ich werde dahin zurückkehren und dann sehen wir uns da. Ich habe jetzt aus Versehen Peach genommen und nicht Mario. Deswegen kann ich aber ganz gut hier unten reingehen, was ja nicht verkehrt ist. Aber da kommt jetzt erstmal nicht wieder. Naja. Nicht weiter schlimm. Jetzt ist sogar ganz despawned. Oh, verdammt. Ja, da komme ich nicht dran an das Herz. Schade. Den würde ich eigentlich ganz gerne zerstören, aber der geht jetzt auch nach oben. Ja, stimmt. Oh Gott, was ist das denn für ein Raum? Ja, das war sehr gut gemacht. Egal, wir haben jetzt noch, ich glaube, 4 Leben. Genau. Nehme ich jetzt auch Mario. Wir sind ja im Raum, in dem wir rein wollten, also ist alles gut. Wie war das denn jetzt? Hier war, glaube ich, eine Kirsche. Genau. Okay, das war knapp, aber es hat gereicht. Die nächste Kirsche war hier. Und dann wieder hier. Jetzt kommt aber das Ding. Aber nicht schlimm, ich kann es ja weghauen. Genau. Habt ihr gesehen? Das Ding hat auf die Kirsche reagiert. Das ist ja komisch. Jetzt bin ich erstmal sicher. Ich komme aber nur hier unten in die Tür und die bringt mich wohin? In so einen Raum, alles klar. Ist gut, dass ich einen Stern habe, aber ist auch nicht wirklich notwendig. Was ist hier drin? Zaubertrank. Wenn ich den hier hin tue, komme ich an alles. Und der Pilz ist da hinten. Oh Mario, nur den ich krieg's rastig aus. Okay, dann haben wir immerhin 3 Herzen. Hey, läuft ja. Okay, bloß aufpassen. Na komm, ich will zum Boss. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich alle Kirschen sammeln, aber Leute, ich bin froh, wenn ich hier irgendwie durchkomme. Na gut, hier kann
kann ich einfach durchgehen. Das ist besser, als mir jetzt hier noch einen Stern zu holen und dann daran zu sterben oder so. Ich höre immer noch keinen Boss. Oh, waren wir nicht in diesem Raum? Das letzte Mal? Nee, waren wir nicht. Ah, das war dumm von mir. Das war wirklich dumm. Egal, wir haben ja noch 4 Leben. Wenn ich jetzt hier oben drauf gehe... Und das wird wahrscheinlich passieren. Und ab. Dann fangen wir auf jeden Fall hier mit 3 Herzen wieder an. Das war so dumm von mir. Das war so dumm. Egal. Aufregen lohnt sich nicht. Dass ich hier nicht getroffen wurde, ist ein Witz, aber... Dann lachen wir halt drüber. So. Das ist ein blauer Snippet, der dürfte nicht runterfallen, genau. Aber er kommt auch immer wieder zurück. Das ist ein bisschen... Ha! So. Freie Bahn. Los, Mario! Was machst du denn hier? Oh mein Gott. Okay, Birdo mit Fließband ist echt ein bisschen... seltsam. Verdammt. Komm, die steht hier einfach. Ich wäre fast in sie reingelaufen. Ich meine, das ist ja sicher auch die Absicht hier, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. So, sie war aber kein Boss. Es gab ja auch keine Bossmusik, deswegen auch keine Kristallkugel. Der Boss ist hier. Und der Boss ist wer? Gehe ich besser oben oder unten her? Puh. Und Schlüssel. Den ich wohl hier bekomme oder ist hier noch mehr? Nein, hier ist nicht noch mehr. Ich könnte aber sofort... Nee, das mache ich nicht. Da, du... Blöde. Ja, klar. Aber hier kommt ein Herz. Jetzt starte ich in diesem Raum, wo ich sofort auf die Fresse bekomme. Schaut euch das jetzt an. Also sie sollen mich ja nur blockieren, dann kann ich auch... Ernsthaft? Jetzt bin ich wieder hier? Was macht dieser Sparky da? Und warum ist da unten die Tür? Alles klar. Wird Birdo besiegen. So, ich versuche jetzt Birdo zu besiegen. Ich denke, sie gibt mir einen Schlüssel. Unmöglich hier. Okay, ein Treffer, immerhin. Ah, Mann! Jetzt hat sie 4-mal geschossen. Das macht sie sonst auch nie. Ja, klar. So, 2. Treffer. Aber ich habe sie besiegt. Und ja, sie gibt mir einen Schlüssel. An das Herz komme ich leider nicht dran. Und die Maske kommt, die Maske kommt, die Maske kommt.
Sind wir beim Boss? Wenn ja, ich hab ein Herz. WTF. Alles gleich, ich werde dahin zurückkehren. Es geht ja nicht anders. Aber was war das bitte für ein Fail? Oh mein Gott, das ist echt peinlich. Naja. So, ich bewaffne mich erstmal mit einem Pilz, bevor der Vogel kommt. Wobei, ich muss erst noch die Kristallkugel einsammeln, stimmt. Das war jetzt nicht so gut nachgedacht. Wer sollte er kommen? Ist noch ein zweiter Pilz. Oh ja, super. Und er kann mich trotzdem treffen, obwohl ich ihn gerade angegriffen habe. Naja, er ist jetzt besiegt und ich kann in ihn reingehen, okay. Das heißt, wir sind jetzt beim finalen Boss. Und das ist, man sieht hier schon die Gemüsemaschine. Das ist er hier, der widerrechtliche Herrscher von Subcon, Ward. Bei ihm weiß ich noch, wie es alles funktioniert, denn er ist ein ziemlich ekelhafter Boss, aber wir werden ihn besiegen können. Wenn er seine Magensäureblasen schießt, ist der Mund offen, dann können wir ihm Gemüse ins Maul werfen. Und da er das nicht mag, nimmt er dadurch Schaden. Ah, nehme ich auch hier das hier mit. Ah, jetzt habe ich es nicht geschafft. Der Kampf ist nicht so schwer. Man muss es auch hinkriegen. Und das Blöde ist, die Säure zerstört, weil es eben auch Magensäure ist, zerstört sie halt das Gemüse. Das heißt, ich muss so werfen, dass das Gemüse in seinen Magen fliegt, ohne an so eine Blase zu kommen. Und da vorne steht, ist das ganz einfach. Und er hat mehr als 3 Leben. Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte es geschafft. Das hätte mich sehr gefreut, aber ganz so einfach ist es wohl nicht. Er hat auch mehr als 4 Leben. Mehr als 5 wird er aber wohl kaum haben. Doch. Okay, dann hat er vielleicht 6 Leben. Ach, jetzt hat er schon wieder was kaputt gemacht. Hilfe. Okay. Ja. Dann ist er erledigt. Okay. Tja. Sobald ich diese Zwiebel hier... Aber wir haben Subcon gerettet. Und oh mein Gott, das war ganz schön herausfordernd, das Spiel am Ende. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwie den Stöpsel aus der Vase ziehen. Und dann retten wir die Bewohner des Subcons. Und das sind wohl diese kleinen Feen. Okay. Wir sehen hier auch, Prinzessin Peach hat den größten Beitrag geleistet. Mario, naja. Toad, Luigi, ganz am Ende. Naja, aber Peach ist eben auch hier ziemlich mächtig, weil sie schweben kann. Luigi ist am schwierigsten, finde ich. Klar, mit ihm kann man manchmal so Sachen überspringen, weil man mit ihm hochspringen kann. Naja, Toad ist auch schwierig, weil er nicht so hochspringen kann. Mario und Peach sind schon so die, die es am besten können. Und hier sehen wir, Mario träumt, dass alles hier passiert vielleicht gar nicht echt. Es ist nur ein Traum. Naja, auf jeden Fall. Ein schönes Spiel und ich hoffe, ich habe auch gezeigt, es ist vielleicht kein ursprünglich geplantes Mario, aber es ist trotzdem ein Mario-Spiel. Und das kann man, glaube ich, auch wertschätzen, denn es hat sehr viel eingeführt, was wir heute aus dem Mario-Universum kennen. Pockys, Shy Guys, Sniffits, wobei die auch irgendwie nur Shy Guys sind, die halt spucken. Und Birdo. Ja. Deswegen finde ich, es ist ein sehr schönes Spiel. Man kann es, ja, ganz gut spielen. Es ist am Ende doch ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Aber, naja. Muss man halt durch, das geht dann alles. Ach ja, und die Ninjas sind natürlich auch in diesem Spiel eingeführt worden. So, diese komischen fliegenden Viecher heißen Biso. Und dann gibt es noch die Porkupo. Und diese Vögelchen heißen Tweeter. Haha, cool. Bob-Omb. Okay, das sind also tatsächlich Bob-Ombs. Hoopster. Was ist das denn? Ich kann es gar nicht erkennen. Ach, die Käferchen. Okay. Trouter. Pidget. Pensa.
Flurry. Auch die Mochis heißen Flurry. Ich finde aber Mochi irgendwie schöner. Albatross, auch ein guter Name. Phanto. Ach, so heißen die Masken. Phanto, alles klar. Und Spark. Ah, nicht mal Sparky, also haben hier noch einen anderen Namen. Und die Subcons, das sind die Feechen. Poki, ist also wirklich ein Poki. Birdo? Ostro? Das wurde aber, glaube ich, vertauscht. Der Vogel sollte, glaube ich, Ostro heißen, wegen Ostrich. Das ist ja Strauß. Und Birdo ist halt Börso. Birdo. Mauser. Fry Guy. Cooler Name. Clawclip. Ne, Clawclip. Tree Clyde. Okay. Auch interessante Art von Credits. Und Ward. Die Warze. The End. Okay, das Ende. Wir haben es geschafft. Ja, wie gesagt, ich habe zu dem Spiel gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe mich gefreut, es waren 7 schöne Parts. Ich habe die an 3 Abenden aufgenommen, weil es am Ende so frustrierend wurde für mich. Ich komme damit echt nicht gut klar, wenn ich an einer Stelle so richtig oft hake. Aber ja, es war ein netter Übergang. Das nächste Projekt kommt bestimmt, das wisst ihr ja, es läuft immer hier bei mir. Mindestens 2 Projekte. Also, wir sehen uns bald wieder und bis dahin, wie immer, alles Gute.